Schön, dass Sie jetzt dokumentiert haben, dass Sie vorlesen können. Also immerhin ist das ja etwas. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und weise Sie darauf hin, dass nach einem dritten Ordnungsruf dieses Saales verwiesen werden. Ja, meine Frage wäre jetzt, ungefähr 2 Jahre werden Sie noch in der Regierung sein. Wo sehen Sie die Inflationsrate in 2 Jahren? Wissen Sie, ich finde, dass wir hier eigentlich wirklich es schaffen sollten, mit Respekt gegenüber zu diskutieren. Sie können meine Position nicht teilen, aber hier einfach jemandem zu unterstellen, man kann nicht lesen, das ist einfach eine Art von Politik, die hier in diesem Hause keinen Platz haben sollte. Selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss. Hier ist der Ort der Demokratie. Dieser Bundestag repräsentiert die Bevölkerung.